Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Update. Heute ist der Trakehner rausgekommen und ich bin schon sehr gespannt, wie sie so aussehen werden. Na gut, ich muss zugeben, ich war eben einmal kurz bei ihnen und habe sie begutachtet. Aber ich weiß echt immer noch nicht, ob ich mir einen nehme und wenn ja, welchen. Also zuerst haben wir hier sind zwei beim Beingut. Zuerst haben wir so einen grauen, kann man den, ja. Ein Apfelschimmel. Die haben Agilität plus 3. Ich glaube, sonst hat kein Pferd Agilität. Und das ist schon mal. Agilität ist, glaube ich, zum Beschleunigen. Doch, die haben alle. Okay, ich nehme es zurück. bei Geschwindigkeit hat keins. Genau, so. Aber ich denke, das ist ganz gut. Stärke, Bissgeschwindigkeit ist plus 0, Ausdauer plus 1 und Agilität plus 3. Der Trakehner oder ostpreußisches Warmblutpferd, Trakehner Abstammung, wie es richtig heißt, okay, Star Stable, ist der leichteste der modernen europäischen Warmblüter. Ursprünglich war der Begriff Trakehner für Pferde reserviert, die auf dem Gestüt in Trakehn, heute Jasnaja Poljana, in Russland gezüchtet wurden, wo die Rasse über 200 lang weiterentwickelt wurde und Bekanntheit erlangte. Zunächst für den Einsatz beim Militär und später in Wettbewerben. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges hatten die Verwüsteten des Krieges die Trakehner-Blutlinie fast völlig ausgelöscht. Diejenigen, die sich der Rettung der majestätischen Rasse verschrieben hatten, begaben sich mit den verbliebenen Pferden auf eine zermürbende Flucht durch die gefrorene Ödlandstriche Osteuropas. Eine Ausdauerleistung, die den Trakehner einen legendären Ruf einbrachte, aber den restlichen Bestand fast auslöschte. Nach jahrzehntelanger sorgfältiger Zucht gelang es, den Trakehner vor dem Aussterben zu retten. Dieses Programm setzt sich bis heute fort, da die Aufnahme in die offiziellen Zuchtbücher verlangt, dass die jungen Pferde ein umfangreiches Bewertungsverfahren durchlaufen, um ihre Qualitäten als Reitpferde zu beurteilen. Durch den hohen Anteil an Vollblutgenen ist der Trakehner ein elegantes Pferd und wird häufig zur Veredelung anderer Warmblutrassen eingesetzt. Moderne Trakehner sind äußerst erfolgreich in allen Bereichen des Pferdesports, insbesondere im Vielseitigkeitsreiten, wo sie durch ihre vielseitige Begabung sowohl im Springen als auch im Dressurreiten brillieren. Reiter, die einen majestätischen Partner in der Reithalle oder einen Freund für das Meistern der schwierigsten Terrains suchen, werden entdecken, dass der Trakehner der beste Kandidat dafür ist. Sie kosten nur 750 Starcoins, was ich sehr, sehr cool finde, denn normal kosten neue Rassen unfassbar viel, vor allen Dingen, wenn, naja, er ist ein bisschen vom Hannoveraner, hat aber trotzdem ein anderes Gesicht und ich denke auch die Gangart ist anders. Er guckt echt süß auf jeden Fall. Ich bin schon Fan von dieser Farbe hier. Und ist ab Spiellevel 9. Also ich finde den Preis total angemessen und in Ordnung. Interface bitte einmal. Ich finde auch die Struktur des Fells sehr, sehr schön. Der Schweif sieht auch nicht verwaschen aus. Genauso wie die Mähne. Da ist der Schopf wenigstens mal nicht so unfassbar kurz. Da ist immerhin noch einer da. Schauen wir uns mal den hier an. Ich bin ja ehrlich gesagt so ein braun-beige Fan von den Pferden und die haben so große Augen. ich finde es auf jeden Fall unfassbar süß. Auch das an der Schnauze. Na ja, gut, die bewegen sich wieder ein bisschen viel. Aber sonst sind die echt knuffig. Hier ist auch wieder nichts verwaschen, was sehr, sehr schön und erfreulich ist. Das hat auch noch ein weißes Bein, was ich mal ein bisschen besser finde als normal. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Ich finde den halt sehr, sehr schön. Diese Farbe gibt es nicht so oft, weil normalerweise, ja, ich weiß nicht, der sieht realistischer aus als der hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall gibt es noch einen in Fort Pinter. Da werden wir natürlich auch nochmal schnell hinfahren.
Aber ich muss sagen, von dem Foto her war ich nicht so der Fan davon. Ich fand das Gesicht unheimlich süß, aber wenn man da drauf saß und losgeritten ist, war es wieder nicht so meins. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich jetzt gerade meine, aber das war mir, weiß ich nicht, ich mag nicht so gerne Schecken, die fast nur eine Farbe haben und ein paar Punkte da drin. Ist ja eher so ein, weiß ich nicht, ein Pinto, eine Art Pinto. Ich finde das mit der Mähne unfassbar cool und auch mit dem Schweif, dass es da so einen Verlauf gibt. Jedoch ist es mir zu wenig Scheckung im Fell. Von vorne geht das, aber von hinten ist es mir wirklich zu wenig. Aber das Gesicht ist sehr, sehr süß. Ach nein, es ist wieder so schwierig. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mir überhaupt noch einen kaufen möchte. Die haben auf jeden Fall eine schöne Figur, also sehr, sehr sportlich auf jeden Fall. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, wie die Gangart werden wird, weil die haben ja geschrieben, es ist majestätisch und nicht, dass sie das wieder total versaut haben. Ich überlege mir nochmal, ob ich mir eins kaufen werde und wenn ich mir eins kaufe, dann sehen wir uns gleich bei dem Pferd wieder. So, die liebe Courtney hat sich kurz entschlossen, mir die Gangarten zu zeigen. Oh, der Trab sieht ja interessant aus, weil ich bin mir nicht sicher. Einige haben gesagt, der sieht sehr, sehr steif aus. Ich renne einfach mal mit. Ich weiß nicht, was sie unbedingt machen möchte. Die Hinterbeine sehen recht seltsam aus. Nicht nach hinten gucken, nach vorne gucken. Ja, sie lacht schon. Der Galopp sieht ganz cool aus, ehrlich gesagt. Aber der Trab, der sah sehr seltsam aus. Warte mal, kommen wir hinterher. Aber diese Farbe ist so schön. So, okay, warte. Aber es ist schwierig, wenn noch andere da drin laufen. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich sie jetzt kurz. Nicht, nein, nicht drin. Okay, der Sprung sieht auch ganz schön aus. Wo willst du hin? Warte, renne ich überhaupt noch der richtigen hinterher? Ich glaube schon. Also der Galopp, der gefällt mir schon sehr gut. Aber der Trab, der sah so ein bisschen seltsam aus. Uah, das ist so schwierig. Das auch noch. Ich glaube, das sieht richtig bescheuert aus, wie ich hier da hinterher renne. Und rückwärts richten? Ja, vielleicht. Ah, ich finde die Gangart nicht schlecht, aber ich finde den Trab sehr, sehr seltsam. Oh, hier werden ja immer, kommen ja immer mehr. Und ich finde den Braun echt schön. Aber ich habe schon so viele Braune, aber ich habe auch schon so viele Apfelschimmel. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal, dass du mir die Gangarten gezeigt hast. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich mir mal einen kaufen werde. Nur das wird noch nicht heute sein. Ich warte noch auf die neuen Farben. Ich will nämlich jetzt mit den letzten 3000 Starcoins sparsam umgehen, dass ich, falls ich doch noch irgendwie mal ein Pferd sehe, was ich unbedingt haben möchte, direkt kaufen kann. Hier habe ich noch nicht wirklich das Verlangen. Ich würde mir dann, wenn dann, eins von den beiden kaufen. Das Schwarz-Weiß ist ehrlich gesagt nicht ganz so meins. Hier sieht es ganz cool aus, aber es ist einfach nicht mein Typ, so gesehen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen und ihr habt ja einen kurzen Einblick der Gangarten gehabt, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!